Peter! Ein Krankenwagen! Peter. Hilf doch jemand! Onkel Ben! Oh. Onkel Ben! Oh. Oh. Onkel Ben, komm schon! Nein, komm schon! Onkel Ben war mein Fels in einer Welt, in der ich auf nichts zählen konnte. Eine Welt, in der meine Eltern verschwunden waren. In der ein Biss einer genetisch veränderten Spinne mich in etwas Neues verwandelte. Doch nun war Onkel Ben tot. Für ihn, für Tante May. Und weil ich seinen Mörder nicht aufgehalten hatte, als ich es konnte, musste ich zu einem Mann werden. Zu Spider-Man. Und ich habe Gutes getan. Jede Menge Schurken geschnappt. Aber den Mörder von Onkel Ben habe ich noch nicht gefunden. Nur ein weiterer leerer Platz in einem Leben voll davon. Der Mann, der Onkel Ben getötet hat, ist irgendwo da draußen. Und ich finde ihn. Ich werde nie aufhören, Onkel Bens Mörder zu suchen. Niemals. In der Nähe des Tompkins Square Park. Dorfverdächtiger auf der Flucht zu Fuß. Männlich, weiß, blond, Sonnenbrille. Das klingt nach dem Typen, der Onkel Ben erschossen hat. Das sehe ich mir besser mal an.
Waffen sind schwer. Wie wär's mit etwas Hilfe? Ich hab die Sache klar gemacht. Also bin ich der Boss und du mein Gehilfe. Also halt die Klappe und streng dich mal an. Der Anführer könnte der Kerl sein, der Onkel Ben getötet hat. Aber ich bin nicht sicher. Ich brauche ein paar Bilder von ihm. Sehen wir uns die hässliche Visage von dem Kerl mal genauer an. Ich hätte es nicht besser malen können. Das ist nicht der, den ich suche. Ich habe ein komisches Gefühl. Wärst du nicht inkompetent? Okay, dann gebe ich eben an. Wir gehen langsam die Tanks. Das war's. Manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Du wirst für deine Taten büßen, Spider-Man. Alles verletzt und kein Ausweg. Habe ich nicht bereits mit dir gekämpft? Kann es sein, dass du gar keine originellen Moves drauf hast? Sei still. Zeig mir deine Hände. Du hast Glück. Ich bin nicht hinter dir her. Oder hast du dir ein Tattoo entfernen lassen? Nee, Mann, nee. Ich habe Angst vor Nadeln und Höhen. Hier passiert nichts, bis sich das Netz auflöst. Aber bis dahin ist die Polizei hier. Wahrscheinlich. Bitte, was soll ich tun? Vielleicht kann ich dir bei der Suche helfen, aber bitte lass mich runter! Im Knast gibt es überall die gleichen Modemagazine. Es gibt jede Menge Kriminelle, die genau wie du aussehen. Ich versuche, den hier zu finden. Der verkauft Waffen an meinen Boss, Herman Schultz. Durch Lügen wird meine Stimmung nicht besser. Ja, ich schwöre. Mr. Schultz schließt jetzt gerade einen Deal ab. Weiß nicht, ob der da dabei ist, aber er kauft genug, um es mit einer Armee aufzunehmen. Welche Armee? Die Russen, Mann. Sie rüsten auf, wir rüsten auf. Üble Zeiten, Mann. Man muss auf alles gefasst sein. Weißt du, wovon ich rede? Sag mir, wo ich Schultz finde, okay? Dann darfst du es dir vielleicht an einem Hydranten bequem machen. Ja. Was sagst du? Klingt doch gut, oder? Haben wir einen Deal? Ich muss zu der Baustelle, wenn ich diesen Herman Schultz finden will.
Wahnsinn! Jetzt, wo die Cops erledigt sind, haben die Crews in der Stadt kaum noch Waffen. Das ist ein eindeutiger Vorteil für uns. Du meinst uns? Her damit, dann lebt ihr vielleicht. Holt ihr euch, ihr Idioten! Wie wär's, wenn ich die Waffen nehme? Ich denke nicht, dass ihr verantwortungsvoll damit umgehen könnt. Ja, ja, ich sehe ihn. Ehrlich gesagt bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Die gehören jetzt uns! Wow, was für ein Gebiss. Schade, dass ich kaputt machen muss. Hast du gemacht? Ich stehe hier nur rum. Es kamen keine Tiere zu Schaden. Böse wie... besser dran, wenn niemand die Munition in die Finger bekommt. Wenn ich mich konzentriere, finde ich vielleicht die anderen Munitionskisten. Das waren zwei. Versuchen wir den Triple. So kann ich nicht arbeiten. Du hast Mundgeruch. Ich denke, ich habe mich klar ausgedrückt. Für dich bereithält. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Darum werde ich nie zu Bandenkriegen eingeladen. Ich verderbe allen den Spaß. Du musst schuld sein. Ich habe schon gehört, dass du hässlich bist, aber wow, das war untertrieben. Du willst es mit mir aufnehmen, was? Ich werde es dir nicht einfach machen. Jetzt komm schon, deine Freunde waren netter. Du hast dir gerade ein Ticket in die Hölle gekauft. Oh nein, ich hab ja solche Angst. Joink. Dafür wirst du bezahlen. Daran werde ich lange denken. Nicht an den... Ich flehe dich an, Mann. Töte mich nicht wie die anderen. Wir können eine Abmachung treffen. Die anderen? Ich habe Geld, Waffen. Sag mir einfach, was du brauchst. Ich hörte, du machst Geschäfte mit diesem Typen. Klar. Was willst du wissen? Das Tattoo. Was bedeutet es? Das ist so ein Gang-Ding. Es gibt keine Gangs mit diesem Symbol. Nur ein paar Leute haben es. Er muss so eine Art Spezialist sein.
Jemand, der alles besorgen kann, wenn man dafür bezahlt. Und der jeden umbringt, der ihm in die Quere kommt. Ja, das dachte ich mir schon. Warum könnt ihr euch mit den Russen nicht einigen? Hä? Machst du Witze? Nach allem, was sie uns angetan haben? Meine Männer denken einfach, dass sie etwas tun müssen. Ist schlecht fürs Geschäft. Aber was willst du machen? Es beenden. Und du sagst mir, wie... Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Wenn du mich fragst, wird es dann erstmal nur viel schlimmer werden. Wer ist der Mann auf dem Bild, ha? Carradine. Keine Ahnung, ob das sein richtiger Name ist. Er verkauft Waffen. Ohne lästige Prüfung der Personalien. Wo trefft ihr euch? Jedes Mal woanders. Man lässt verbreiten, dass man etwas kaufen möchte und schon ruft er an. Immer mit einem Prepaid-Handy. Echt paranoid, der Typ. Er muss ein schlechtes Gewissen haben. Komm schon. Wird das ein Deal? Ja? Wenn du den Typ auf dem Bild suchst, geh zu einem Waffenhändler in Alphabet City. Er heißt Carradine. Ich glaube, ich habe seine neue Nummer hier in meinem Handy. Halt! Mist! Ich war so auf die Antworten aus, dass er mich einfach austricksen konnte. Wie hat Captain Stacy immer gesagt? Die großen Fische fängt man mit den kleinen. Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Verbrecher lieben Prepaid-Handys, die man nicht orten kann. Aber wenn ich den Mobilfunkmast finde, kann ich mich einklinken und mithören. Beeindruckende Sicherheit. Ich kann den Mast erst hacken, wenn ich sie ausschalte. Hoffentlich habe ich wieder dieses seltsame Kribbeln, das mir dabei hilft, etwas zu finden.
Okay, Alphabet City, sprich mit mir. Heutzutage trägt jeder eine Kanone. Man kann nicht mehr ungestört an Feuer legen, ohne dass irgendein Idiot gleich losballert. Okay, kein Problem. Komm in die Gasse hinter Jazzy Johnnys Nachtclub und hey, nur Cash. Das könnte Caradine sein. Zeit für eine kleine Clubtour. Der Anwohner beweist wieder einmal, warum sie ihn die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft nennen. Auf welchem Planeten geht das als Kämpfen? Wieder hat Spider-Man bewiesen, dass kein Verbrechen zu klein ist, um ihn zu interessieren. Huh?
Fall noch mehr Waffen in Umlauf bringen. Die Spinne! Lass uns nicht kämpfen. Okay, du hast mich überzeugt. Kämpfen wir. Du hast dir also gedacht, ich werde ein mächtig reicher Krimineller. Und? Nochmal nachgedacht? Meine Brille ist ganz beschlagen. Im Ernst, wie groß kann der Markt für gegrillte Spinne hier schon sein? Junge, vielen Dank, Spidey. Immer gerne, Stan. Hey, wie hast du? Wie wär's, wenn ich den Bugle anrufe und denen erzähle, dass Jameson ein Schwachkopf ist? Lass dich von mir nicht aufhalten. Bis dann. Ich sollte zum Comicladen gehen und nach Stan sehen. Nichts hier zum Netzen. Peter? Hey, Stan. Oh, willkommen zurück, Comicfreund. Mann, ich hab dich hier nicht mehr gesehen seit... Ich kann's gar nicht genug sagen. Tut mir leid wegen deinem Onkel Ben. Oh, er war ein guter Mann. Er war der Beste. Danke. Danke. Ich musste gerade daran denken, wie wir immer hierher gekommen sind. Nach dem Chaos, das ich bei dir angerichtet habe, war ich mir da nicht so sicher. Längst vergessen. Hey, suchst du was Bestimmtes? Ein bisschen was von Marvel, um dich in Schwung zu bringen? Nein, ich war gerade in der Nähe, aber ich komme wieder. Also gut, falls du dich mal wieder inspirieren lassen willst, ich bin hier.
So sehen wir uns wieder, Alt. Nur zu, ich bin bereit. Erste Welle. Ich hab schon gegen Härte. So kann ich nicht arbeiten. Du hast Mundgeruch. Okay, dann gebe ich eben an. Ich will ehrlich zu dir sein. Du bist echt mies in deinem Job. Zweite Welle! Die lassen einem nicht viele Atempausen, was? Nein, bitte, bitte, kein Applaus! Komm schon, lass sehen, was du drauf hast! Mann, war ich heute in Topform. Hey, bewusstloser Bösewicht. War ich in Topform oder was? Daran werde ich lange... Nicht an den Kampf, sondern wie gelangweilt ich bin. Dritte Welle! Habe ich nicht bereits mit dir gekämpft? Kann es sein, dass du gar keine originellen Moves drauf hast? Ich wette, das findest du eklig. Und das finde ich lustig. Ich habe schon gegen Härtere als dich gekämpft. Du wirst... vorhersehbar. Keine Sorge, im Knast soll es jetzt viel schöner sein. Die Toiletten haben Sitze und so. Letzte Welle. Das ist heftig. Nicht zu Hause nachmachen. Wenn ich das schaffe, schaffe ich alles. Das wird die Koordination verbessern. Erste Welle. Du bist ein mageres Würstchen, oder? Klappe nichts dahinter. Wow, was für ein Gebiss. Schade, dass ich es kaputt machen muss. Es kamen keine Tiere zu Schaden. Bösewichte hingegen? Das hat Spaß gemacht. Wollen wir nochmal? Zweite Welle! Das ist heftig. Was sind da, wenn es noch trägt? Und boom! Sorry, ist dir was nett? Ganz schön. Ich würde dir ja gerne sagen, dass das... Klappe nicht
vorziehen. Das sind doch alles nur Tricks. Schluss damit. Ich hab schon gegen Hadrian gekämpft. Okay, versuchen wir es mal. Hey, sieht mein Hintern echt so aus? Hey, jemand hat meinen Rekord geschlagen? Das kann ich so nicht stehen lassen. Also ich hatte eine Pizza Salami bestellt. Okay. Und warum kommt ihr denn bitte mit Pilzen? Und ich so, alles klar. Und sie so, ja, ja, wirklich, echt? Hier ist Carradine, was brauchst du? Feuerkraft, Mann. Das wird immer übler da draußen, du weißt ja, wie das läuft. Wir brauchen dicke Wummen und du bist angeblich der richtige Mann dafür. Gasse hinter Nuno's Bar, 2 Stunden. Die Straße ausgegangen. Wann lernen die Leute endlich, dass man mich Spider-Man schreibt? Der Bindestrich ist wichtig. Was, du zählst es? Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist das? Halt!
Komm schon! Zur Seite! Oh Mann! Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst stopf ich's dir! Stopf dir das Maul, verdammt! Ich schwöre, ich bring euch beide um! Ich weiß, Onkel Ben. Die Geisel geht vor. Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Spider-Man, bitte! Hilf mir! Halt's Maul, sonst stopf ich's dir! Stopf dir das Maul, verdammt! Ich schwöre, ich bring euch beide um! Ich weiß, Onkel Ben. Die Geisel geht vor. Was ist schlimmer, ein Bauarbeiter-Dekolleté oder sich den Anzug aus der Poritze ziehen zu müssen?